Mir ist die Ehre zuteil geworden, bevor wir auf immer aus diesen uns so lieb gewordenen Räumen scheiden, von hier aus einige Worte des Abschieds sprechen zu dürfen. Ein bedeutungsvoller Moment ist dies. Ist es doch das erste Mal, dass Schülerinnen eines regelrechten Gymnasiums in unserem Vaterland das Abiturium machen durften, dass Abiturientinnen hinauszogen aus der Schule, um zu weiterem Studium zur Hochschule zu gehen. Ich will hier nicht über Frauenbildung, Frauenstudium, über die Frauenfrage im Allgemeinen sprechen. Dazu fühle ich mich weder berufen noch befähigt, auch wäre dies wohl nicht der rechte Platz dafür. Nein, ein Bekenntnis will ich hier ablegen. In meinem und meiner Freundinnen Namen, warum wir diesen Weg gehen, warum wir unsere Befriedigung auf diesem Weg zu finden hoffen. Etwa, weil wir emanzipiert sein wollen, etwas anderes sein wollen als unsere Mitschwestern. Nein, wir wollen nicht emanzipiert sein im schlechten Sinn, häufig gebrauchten Sinn des Wortes. Wir wollen nicht, das Schreckbild der Emanzipation, unsere Haare kurz scheren und Zigaretten rauchen. Wir wollen nicht unsere weibliche Natur, unser Wesen aufgeben und den Männern nachzuahmen, in der Meinung, dass wir dadurch etwas Besseres, etwas Höheres werden. Nein, wir bleiben unserem Wesen unverändert. Wir fühlen uns nach wie vor eins mit unseren Schwestern, denn wir wollen gar nichts anderes sein als sie. Warum habt ihr dann diese Laufbahn betreten, so höre ich fragen. Vor allem war es die Lust am Lernen, am Wissen, das uns diesen Weg bewiesen. Wir wollen nicht nur lernen, um von vielen Dingen eine Ahnung zu haben, um überall mitreden zu können. Wir wollen lernen, wie man lernt. Wie man durch das Wissen selbstständig wird und innerlich frei, damit wir unsere eigenen Ansichten, eigenen Gedanken bilden können, damit wir befähigt werden, von dieser Grundlage des Gelernten aus uns selbst weiter vorwärts zu bringen. Und wenn es uns auch so oft schwer fiel und wenn die Arbeit viel wurde, ja selbst wenn wir das ein oder andere Mal über allzu viel geseufzt, immer sind wir doch mit innerer Freudigkeit ans Werk gegangen. Und diese Freudigkeit hat uns für alle Mühen belohnt. Der zweite und stärkere Grund aber war der Gedanke, wir wollen einen Beruf haben. Wir wollen an einem Platz im Leben stehen. Nicht, dass wir damit behaupten wollen, andere Frauen haben keinen Beruf, haben keine genügende Stelle auszufüllen. Nein, so töricht denken wir nicht. Aber können wir wissen, wohin das Schicksal uns führt? Kann nicht eine Zeit kommen, wo das Geschick uns auf uns selbst anweist und auf einen Posten stellt und uns zuruft, steh fest? Wie sollen wir dann stehen können, wenn wir das Stehen nie gelernt? Aber wer kann es uns verargen, wenn wir dann stehen lernen müssen, dass wir da stehen lernen wollen, wo wir es am besten für uns halten? Dass wir den Posten suchen, wo wir glauben, etwas leisten zu können? Darum haben wir diesen Weg gewählt. Darum streben wir, auf diesem Weg mutig vorwärts zu schreiten. Auch noch ein dritter Gedanke hat uns diesen Weg vorgezeichnet. Wenigstens denen unter uns, die, wie die meisten studierenden Frauen, dem medizinischen Studium zuwenden wollen. Der Gedanke, den Armen und den Kranken, den Leidenden und Schmerzbeladenen zu helfen, ihre Schmerzen zu lindern und die Leiden zu beheben. Und das ist doch ein Wunsch, den jede Frau nachfühlen und verstehen muss. Vielleicht höre ich hierauf die Erwiderung, ja, das ist alles schön und gut, schöner als wir gedacht, aber was sollen wir einem Gedanken näher treten, der unausführbar, der unmöglich ist? Doch dieser Gedanke ist keine Utopie, ist kein leerer Traum. Längst haben ihn bedeutende Frauen schon zu herrlicher Wirklichkeit werden lassen. Ob ihr alle das Ziel, das ihr euch setzt, erreicht, ob das Schicksal euch an einen anderen Platz im Leben stellt? Darin wollen wir alle gleich sein. Wir wollen uns an jeder Stelle bestreben, ein ganzer Mensch zu sein, sodass jeder, der auf uns sieht, sagen soll, ja, wahrlich, etwas Schlechtes kann es nicht sein. Lasst auch uns den neuen Gedanken näher treten. Denn siehe, auch hier sind Götter.